Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, es ist mal wieder ein Wrestling Prediction Video. Ich weiß, der Große, der Rimto freut sich, aber es gibt dann doch ein paar Leute, die das dann doch interessiert. Ich mache aber diesmal das lustige Spiel, deswegen versuche ich auch, dass ihr das Samstagabend schon habt, das Video. Das war auch noch ein bisschen zu NXT TakeOver Toronto mal eingehen. Ja, das Match haben wir bei der Survivor Series, da komme ich gleich noch zu. Aber ich fange mal eben kurz mit der NXT-Show an, die ich wieder vermute wahrscheinlich besser ist als die wunderbare Survivor Series der WWE. Gibt es einmal zwei Tag-Matches, einmal The Office of Pain gegen TM61. Kann ich nicht viel zu sagen. Das, was ich davon gesehen habe, war nicht die Welt. Kann aber sicherlich ein gutes Tag-Team-Match werden. Werde ich aber jetzt nicht irgendwie einen Gewinner picken, weil dazu habe ich von beiden nicht wirklich viel gesehen. Das muss man einfach sagen. Ich gucke zwar auch NXT regelmäßig, aber ja, ist halt das Dusty Rhodes Tag-Team Classic Tournament. Und mal gucken. Also es wird mit Sicherheit ein gutes Match, aber ich kann mir da nicht so unbedingt ein Bild nennen. Ein anderes Tag Team Match war Revival gegen DEY. Das wird mit Sicherheit ein Knaller. Two of Three Falls für NXT Tag Team Championship wird mit Sicherheit über die drei Falls gehen. Wir kennen das ja. Aber The Revival ist schon geil. Ne? Also ich vermute schon, dass sie den Titel kriegen, weil das wird auch mit Sicherheit ein geiles Match. So, zu den Einzelmatches. Die sind eigentlich alle drei richtig, richtig cool. Fangen wir mal Bobby Roode gegen Ty Dillinger. Allein schon Glorious, der Entrance-Switch wahrscheinlich schon wieder genial. Das wird ein richtig geiles Ding und ich denke, Bobby Roode, das ist der Coming Man. War er ja schon bei TNA ja auch. Ist jetzt nicht so selten. Also das wird ein geiles Match und Bobby wird das mit Sicherheit reißen und das wird schon richtig geil. Dann haben wir Asuka gegen die rückkehrende Mickie James, was ich schon allein für einen geilen Gag halte. Ihr müsst euch mal so ein Promo angucken von der, also Promos kann sie immer noch und wir wissen ja, so scheiße im Ring war die ja nun wirklich auch nicht. Bin ich mal gespannt, weil Asuka ist ja eigentlich richtig, richtig stiff, die kann das ja nun wirklich. Also eigentlich ist das interessant. Was heißt Altersstil? Ich meine, auch Mickie James würde ich nicht unbedingt in den Diva-Topf packen, aber schon ein bisschen so vor der Diva-Woman-Revolution-Ära. Und das wird cool. Also das kann mit Sicherheit ein richtig, richtig cooles Feuerwerk werden. Aber ich glaube nicht, dass er da Asuka den Titel wegnehmen. Das glaube ich nicht. Aber das wird cool. Also das wird ein Match, da bin ich mehr drauf gehypt, als ein anderes Match, was gleich bei der Survivor Series kommt. Und dann natürlich Shinsuke Nakamura gegen Samoa Joe. Da brauchen wir nichts sagen. Das ist ein Match des Jahres. Kandidaten schon allein auf dem Zettel. Ja. Um Chris Jericho zu zitieren, you are on the list. So, also das Ding ist Kult. Überhaupt kein Ding. Also ist mir auch vollkommen wurscht, wer davon gewinnt, weil egal, beide haben es verdient. Geiles Match, geiles Ding, super, most entertaining. Also wenn ihr Wrestling irgendwie mal interessiert seid, guckt euch die beiden Nasen an. Geil. Also Nakamura hat einen richtig geilen Stil. Ich sage ja, wo wir uns ja, man ist ja jetzt immer noch so, dass wir Kevin Owens, AJ Styles und Shinsuke Nakamura als Champions haben. Das hätte, glaube ich, niemand geglaubt. Niemand. Und sicherlich nicht Vince McMahon in seinen schlimmsten Träumen. Das ist ja eigentlich, sind ja alle drei Champions, da kriegt er ja Albträume von, weil die entsprechen ja überhaupt nicht seinem Potenzial. Aber geil. Und Samoa Joe ist, was der kann, ist geil. Der war in TNA schon geil. Der ist in NXT geil. Also eigentlich will ich die beiden im Hauptroster sehen. Und aber ja, dafür ist NXT ja in vielen Punkten mittlerweile besser. Das habe ich so das Gefühl, ist tatsächlich mittlerweile so die Hardcore-Show für solche Deppen wie mich. Kommen wir zur Survivor Series. Die Show, die gefühlt 40 Stunden wieder dauern wird. Jetzt haben sie ja irgendwie vor. Das kann ich aber eben kurz erzählen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja schon bei erstmal 4 Minuten. Sie sind ja jetzt schon wieder dabei für 2017 das Pay-Per-View-Konzept, oder beziehungsweise jetzt haben wir ja nur noch auf dem Network den ganzen Scheiß umzubauen, weil das irgendwie alles nicht funktioniert. Jetzt sind sie wieder dabei, die vier Großen richtig zu pushen, weil die Survivor Series war ja so ein bisschen immer so in letzter Zeit so eigentlich so, naja, ein bisschen fernab von Gut und Böse. Und dann wollten sie das eben nochmal ein bisschen pushen.
Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das mit der Karte gelungen ist. Also, da könnten wir jetzt gleich mal ein bisschen diskutieren drüber. Also, ich vermute, NXT wird stärker als die Survivor Series. Ist ja schon öfter passiert. Ja, aber gut, wie gesagt, 2017 bauen sie dann halt wieder das Pay-Per-View-Konzept um. Vielleicht kriegen wir dann wieder weniger. Also, sie haben irgendwie gemerkt, wenn sie den Scheiß raushauen ohne Ende, funktioniert das nicht. Das hätte ich ihnen sagen können, bin ich erfolgreicher YouTuber genug, um das zu sagen, interessiert keinen. Wenn die Jungs keine Zeit haben oder die Mädels keine Zeit haben, müsst ihr gucken, dann tun die das auch nicht. So, jetzt kommen wir zu Survivor Series. Es gibt drei Survivor Series Elimination Matches und drei Anführungszeichen Single Matches. Fangen wir mal. Ach komm, machen wir die Single Matches, machen wir mal ein System rein. Wir haben The Brian Kendrick gegen Kalisto um den WWE Cruiserweight Championship. Und sollte Kalisto gewinnen, würde der Champion nach SmackDown gehen. Da wir ja schon wissen, dass SmackDown eine Cruiserweight-Show kriegt, wer gewinnt dann wohl? Vor allem, wie schon gesagt, Kalisto sollte mal wieder besser sein. Mein Gott, Sin Cara botcht ja, glaube ich, alles, was nicht bis 10 auf dem Baum ist. Die vermasselt ja irgendwie alles. Deswegen, also Kalisto soll, glaube ich, ganz gut funktionieren mittlerweile. Und Brian Kendrick ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Der kann die Fackel dann auch übergeben und das ist auch okay. Ist aber auch jetzt auch ein Mensch, was wahrscheinlich auch eher so der Pissbreak werden wird, vermute ich. Also, wir haben ja mit den Cruiserweights richtig gut angefangen mit dem Turnier, das kam ja richtig an. Und bei Raw war es dann so. Wo früher die Diva-Matches waren, sind sie heute jetzt bei den Cruiserweight-Matches dann Essen holen gegangen. Also, kam irgendwie nicht so ganz gut. Dann haben wir The Miz gegen Sami Zayn um den Intercontinental-Titel. Und sollte Zayn gewinnen, geht der Titel nach Raw. Von der Logik müsste eigentlich sein, also dass das Match, was ihr gerade seht, theoretisch sein, wenn wir da wissen, dass eine Dinge gehen nach SmackDown, muss das eigentlich nach Raw gehen, was dann allerdings nicht so sinnvoll ist, weil der US-Title und der Intercontinental-Title bei einer Show ist. Vielleicht vereinigen sie den auch wieder und machen ihn komplett platt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ein bisschen Mist ist, dass sie Dolph Ziggler noch kurz, also in den Go-Home-Shows, wie man so schön nennt, in der letzten Woche noch den Titel wegnehmen lassen an The Miz. Ich meine, der ist okay, der verkauft die Bösewicht-Rolle richtig gut, funktioniert auch mit Maryse hervorragend. Gut, sollte ein Ehepaar auch machen, dass sie sich blind verstehen. Das hoffe ich auch in echt irgendwo. Ja, ich glaube aber nicht, dass The Miz den Titel behält. Das würde mich sehr wundern. Also ich denke, das wird Sami Zayn machen und dann kriegt Herr Zayn endlich mal seinen Push, den er auch verdient. Endlich! Scheint ja irgendwie im Gegensatz zu Kevin Owens irgendwie nicht so bei Vince und Co. irgendwie großartig anzukommen, wobei er ein begnadeter Wrestler ist. Also, ja, also deswegen. Aber gut, Vince hat ja sowieso ein Problem mit Indie-Darlings. Also Leute, die aus der Independent-Szene kommen, da kann er irgendwie gar nicht drauf. Ja, gut, er kann auch nicht auf Leute, die von TNA kommen. Der kann auch nicht auf Leute, die von New Japan kommen. Also, der kann irgendwie gar nichts. Also, Vini, Vini, Vini. Ja, und dann haben wir den Main-Event: Brock Lesnar gegen Goldberg. Die Goldberg-Promos fand ich richtig gut. Ja, ich meine, ich bin immer noch kein Fan seiner gefühlt 20 Millionen zu 1 Siegesserie. Fand ich nicht so toll. Ja, dann soll er auch noch irgendwie verletzt sein. Also auch das ist irgendwie nicht Voraussetzung, dass das ein gutes Match ist. Es wird schon wieder spekuliert, weil Goldberg ja mit seiner WCW-Karriere da war dann ja auch wahrscheinlich nicht gewinnen, wie Sting das ja auch nicht durfte. Dass er Brock Lesnar das gewinnen lassen, was aber jetzt auch irgendwie keinen Sinn macht. Gut, dann können sie sagen, Brock Lesnar hat nicht nur die Streak des Undertaker gebrochen, sondern einen Streak von Goldberg. Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin bei dem Match nicht so wirklich gehypt, weil wer das Ding sich anguckt bei WrestleMania 20, der weiß, das Match war jetzt nicht totaler Rotz, aber die Leute wollten den Scheiß einfach nicht sehen von den beiden Typen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt besser ist. Und vor allen Dingen, dass so Promos auch mit Paul Heyman und Brock in seiner Heimatstadt, das war auch total sinnlos. Also, ich bin da nicht so. Vielleicht wird es auch wieder genauso. Lesnar haut Goldberg in Grund und Boden und ist halt wieder die Superbedrohung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann meinetwegen Goldberg gewinnen. Ich habe von Lesnar langsam auch ein bisschen so, aufgrund seiner, weiß ich nicht, seiner Stahlhöhlen mittlerweile so ein bisschen in die Nase voll. Aber das wird vermutlich. Es würde mich sehr überraschen, wenn es wirklich der Knaller wird. So, die Show ist ja wie schon 4 Stunden lang, deswegen wird schon spekuliert, dass sie hier den ganzen Survivor Series Matches viel Zeit geben, weil früher gingen die ewig. Und ich kann euch sagen, ich habe die alten Sachen damals ja auch gesehen, es war tödlichst langweilig.
Boah, 20, 30 Minuten, noch nicht mal irgendeine Entscheidung und immer 5 gegen 5, eingreifen, bla, Cover unter. Es war so unglaublich nervtötend. Es war totale Scheiße. Deswegen bin ich so froh, dass diese Survivor Series Matches so ein bisschen so in der 1, 2 sind auf der Karte, ist das okay. Aber das scheint ja hier ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Ne, Raw gegen SmackDown, was eigentlich keinen interessiert und eigentlich auch irgendwie nicht wirklich eine Berechtigung, außer dass sie gesagt haben, komm, wir machen jetzt Brand Extension und jetzt sind wir böse, böse Feind. Ja, was irgendwie auch nicht so klappt. Egal. Ja, kommen wir zum vermutlich ersten Elimination Match. Team Raw, ich sag mal das Tag Team Elimination. Team Raw, New Day, Sheamus und Cenaro, Luke Gallows und Karl Anderson, Enzo Amore, Big Cass und die Shining Stars. Die Shining Stars sind, glaube ich, die einzigen, die da nicht so unbedingt nach meiner Meinung hingehören. Aber gut, was willst du machen? Gegen Team SmackDown mit Heath Slater und Rhino, die Hype Bros. Hey, hey, hey. American Alpha, die Usos und Breezango. Also wenn man sich die Card schon mal anguckt, dann hat SmackDown eigentlich mehr die Fun- und Spaß- und Fraktionsteams. Dann vermute ich eher, dass das der Opener sein kann mit oh, Fun, 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 Happy, Happy, Fun. Aber da weiß ich nicht, warum T-Raw das vermasseln sollte. Team Raw hat einfach die besseren Leute da. Das ist so. Wer übrigens so übrig bleibt, ist auch so eine Frage, was sie da irgendwie machen. Ja, aber auch so New Day ja ein paar Mal verlieren. Gut, die werden jetzt wahrscheinlich den Rekord von Demolition holen, dann sind sie das erfolgreichste und längste Tag-Team aller Zeiten. Das wird wahrscheinlich noch kommen und dann werden sie wahrscheinlich bei WrestleMania den Titel verlieren oder so ein Scheiß. Oder am schlimmsten noch brechen auseinander oder so eine Scheiße. Ja, wäre ganz putzig, wenn irgendwie, was weiß ich, Luke Gallows oder Karl Anderson oder sowas so irgendwie der letzte Überlebende wäre, das wäre ganz putzig. Dann würden sie vielleicht mal ein bisschen Push kriegen. Und dann könnte das ganz sein. So, dann haben wir das Woman Elimination Match. Team Raw, Charlotte, Bailey, die, das muss mir übrigens einer erklären, bei dieser Go-Home-Show, auf einmal Heel-Praktiken, das ist Bailey. Bailey kann das gar nicht. Know your role, würde ein bekannter und jetzt sexiest man alive sagen. Aber gut, egal. Ja, Charlotte, Bailey, Nia Jax, Alicia Fox und Sasha Banks. Alicia Fox ist, glaube ich, die Einzige, die, wenn ich böse bin, dann nicht so wirklich in das Team passt. Gut, Nia Jax bin ich auch nicht so ein größer Fan von, aber Alicia Fox ist so ein bisschen so alte Garde. Dann als Special, hey, 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 ho, 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 Dana Brooke, die keiner braucht. Gegen Team SmackDown, Nikki Bella, die wahrscheinlich die Alicia Fox-Rolle bekommt. Ja gut, man muss ja irgendwie, ne? Total Bellas und Total Divas irgendwie pushen. Ich weiß nicht, was Nikki Bella da zu suchen hat. Ja, dann haben wir, wie schon gesagt, Becky Lynch, Alexa Bliss, die, wenn auch hier ein bisschen einen auf Harley Quinn macht, aber sie macht das mittlerweile gut. Carmella kann man ja bekanntermaßen auch gebrauchen und Naomi ist bekanntermaßen jetzt auch nicht so scheiße im Ring. Also da ist so Nikki so die, wo man sagen kann, nee, gut. Ja, und als Maskottchen Natalia. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird Natalia dann die Nummer abziehen, dass sie was nicht irgendwie. Oder was weiß ich, oder Dana, oder was weiß ich, durch irgend so ein Eingreifen wird dann irgendwie, warum auch immer, Team SmackDown gewinnen. Und dann kann eigentlich auch nur, ja, entweder Becky oder Alexa übrig bleiben. Wenn sie Nikki zum Schluss umringen lassen, dann flippe ich total aus. Aber egal, das sieht mir sehr nach Team SmackDown aus. Weil, wie gesagt, Charlotte und Sasha Banks, da wird irgendwas kommen. Die werden sich irgendwie in die Haare kriegen und das wird irgendeiner wieder nutzen. Und irgend so ein Blödsinn. Halt. So, dann hast du nämlich das 1:1 und dann kommt nämlich das wichtige Match, das Kerle-Elimination-Match. Oh, ja, da freut sich der The Miz. Da freut er sich. Komm, gib mal Titel. Ja, Team Raw, Kevin Owens, Chris Jericho, Roman Reigns, Braun Strowman und Seth Rollins. Und hier Braun Strowman, den man jetzt so aufbaut, als wäre er Kane 2.0, der super Abräumer und überhaupt und bla und Outsider bei allem und ja, ich weiß es noch nie ganz, was ich davon halten soll. Ja, gegen Team SmackDown mit AJ Styles, Dean Ambrose, Bray Wyatt, Randy Orton und Shane McMahon. Und bis eben auf Shane McMahon ist das schon ein geiles Line-Up. Die sind ja jetzt nicht so scheiße. ja, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir dann noch irgendwelche lustigen Shield-Gags und sonstiges, aber ich denke auch Strowman gegen Bray Wyatt, da wird irgendwie ein Segment kommen. Ja, und Shane, wie schon gesagt, der wird wahrscheinlich irgendwie noch von irgendwie gescrewt. Und natürlich hier ist Team SmackDown, hat dann noch James Ellsworth als Maskottchen. Ich glaube, die Wettquoten ist auf Team SmackDown.
Ich vermute auch, dass das irgendwie Sinn macht. Allerdings wird ja irgendwie noch aufgebaut, dass du irgendwie ein Match kriegst bei WrestleMania 33, Brock Lesnar gegen Shane McMahon. Das hört sich nicht gut an, ne? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht, was da passiert. Also, ich glaube nicht, dass die üblichen Leute, die man von denen mal überlegt, dass die da sind. Ich hoffe nicht, dass sie Roman Reigns wieder abräumen lassen und Last Man Standing oder sowas. Ich könnte damit leben, wenn Team SmackDown gewinnt, dann kann, was weiß ich, meinetwegen Randy Orton sogar, was weiß ich, irgendwie wieder die Legend Killer Wiper werden und gewinnt das Ding sogar. Das ist mir egal, aber bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Das ist definitiv das einzige Elimination Match, wo ich sagen würde, das könnte interessant sein. Deswegen sage ich ja, also Miz gegen Sami Zayn kann gut werden. Team Raw gegen Team SmackDown bei den Kerlen könnte was werden. Ja. Ja, und Lesnar gegen Goldberg hoffe ich ein bisschen drauf. Aber trotzdem ist das Line-Up, wenn ich ganz böse bin, von NXT TakeOver Toronto besser. Ja. Großartig. Ja, dann würde ich sagen, das war meine Survivor Series Prediction. Jetzt bin ich mal gespannt, wann ihr dran seid. Ich werde mal den Retro-Björn, den guten Björn hier mal ein bisschen winkend anhauen, ob wir dann, wenn die Survivor Series gelaufen ist, dass wir vielleicht da nochmal einen Podcast machen. Vielleicht können wir dann auch mal Ende des Jahres einen Podcast machen zum tollen Wrestling-Jahr. Ja, ich meine, es ist nicht so, dass der Andy keine guten Ansätze, ohne Frage. Es sind ein paar gute Ideen dabei, aber es gibt eben auch Sachen, die sind so unglaublicher Käse. Immer noch. Das muss man nicht verstehen. Werden wir auch nicht. Egal. Ich sag mal, ich bin mal gespannt, wie es dann heute Abend und morgen Abend läuft. Ansonsten, ich bin euer Mr. Venom 1977. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.